muss das auch nicht wieder zumachen. Wir können das auch offen lassen. Und wieder haben wir KST-Beat am Start. Mal gucken, von welchen der KST-Beat-Tracks wir jetzt wieder einen Copyright-Hit kriegen. Aber ganz ehrlich, ich will den auch nicht aus dem Player nehmen. Der ist einfach, der hat einfach zu gute Sounds gebastelt. Für die Musik im Hintergrund ist KST einfach eine unglaublich gute Wahl, gerade bei Minecraft. Selbstverständlich gibt es jetzt mittlerweile auch ganz viele andere Künstler, die sich da etablieren. Alleine schon der Bereich rund um No Copyright Sounds befindet sich ja auch brachial in der Entwicklung. Die Frage ist nur, wie lange es solche Kanäle noch geben kann. Stichwort Artikel 13. Ja, das muss ich auch am zweiten Weihnachtsfeiertag mal sagen. Achtet darauf. Schreibt im Zweifel einfach mal den Abgeordneten an. Und wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, einfach mal die Suchmaschine eures Vertrauens benutzen. Das funktioniert. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoch. Nein, nein, das bleibt mal so, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist, egal ob du hier bist und nicht. Was? Ja, das hier lasse ich so stehen. Aber die Rohstoffe, die grabbeln wir uns raus. So, siehst du, zack, 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 zack. Das ist dann hinterher, ist das easy, wenn wir hier zum Beispiel auch mit Tunnelbohrern arbeiten. Aber im Moment grabbeln wir erstmal alles, was wir so kriegen können, so raus. Einfach auch, weil es funktioniert und weil wir es können. Ja. Das heißt also, im Grunde überall, auf jedem zweiten. Ja, das ist Strip Mining, wie es im Buche steht. Aber nur so funktioniert eine Mine. So, das heißt, wir schmeißen das hier hin. Und dann kommt hier eine hin. Dann kommt hier eine hin. Und hier eine hin. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir basteln da immer wieder Licht hin. Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Dahin. Ting, ting. Ting, ting. Ting, ting. Ting, ting. Und so kann man das Stück für Stück ausarbeiten. Ja, das geht. Ganz ehrlich. Fupp. Das hatten wir ja schon mal. Die Mine 1000 und die 500er Mine. Und an der 1000er Mine habe ich damals sogar noch versucht, einen Tankraum aufzustellen. Das war eine Aufgabe, die ich vom TK aus erledigen sollte. Er wollte dort riesige Tanks reinbauen. Aber irgendwie wurde nichts mehr draus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer weiß, was wir damit machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nein. Hihihihihi. Zack, zack. So, dann kommt hier nochmal eine Latüchte hin. Da
das hier können wir so ein Stück weit, um die Linien zu wahren, kann man das ein bisschen zumachen. Einfach um zu sehen, wo sind die Schächte, wo fangen sie an, wo hören sie auf. Zip, zap, zip, zap, zip, zap, zip, zap. Irgendwann, bin ich mir ziemlich sicher, finden wir auch wieder Diamanten, weil davon braucht man auch nochmal ordentlich. Und in der alten Welt, also in der Version 1.6.4 nach der Folge 500 bis Folge, war es 1700? Da hatten wir Diamanten in rauen Mengen. Aber das war's eben nicht, weißt du? Guckst du, was du hier noch an Rohstoffen findest, wenn du einfach ein bisschen rummeinst. Also an Eisen mangelt es uns tatsächlich nicht mehr. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir hier nur dieses Elektrotinerz finden, weil eigentlich brauchen wir Lapislazuli. Also das ganze Vanilla-Crafting-Zeug brauchen wir schon momentan sehr stark, weil viele unserer neueren Mods setzen auf Vanilla-Crafting-Rezepte auf. Von daher macht das vielleicht schon Sinn, mal darüber nachzudenken. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Um, ja, ein bisschen, macht schon Sinn, darüber nachzudenken, doch gezielter nach Vanilla-Ressourcen zu suchen im Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das funktioniert nicht. Bup. Hihihi. Ich glaube, das kriege ich wieder. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Zip, zip, dip, 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 dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast du nicht gesehen? Ich bin viel zu schnell. Das war eine Menge Holz. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben keine Fackeln mehr. Okay, die haben natürlich Vorrang. Holz habe ich selbstverständlich keins, aber das haben wir irgendwie vor Ort. Müssen wir uns auch mit beschäftigen. Da kommen wir. Gut, Holz haben wir vor Ort. Das heißt, wir machen uns jetzt erst einmal hier eine kleine Crafting Station. Die haben wir hier. Holen wir uns mal ein bisschen Material. Denn schon den passenden Ofen.
Eisen habe ich da. Kobbel habe ich da. Also einen Ofen kann ich auf jeden Fall schon mal bauen. Das ist so ein Mob-Drop-Ding. Pass mal auf. So. Erstmal muss das reichen. Das kann weg. Das kann erstmal nach oben. Im Grunde genommen können die ganzen Erze erstmal so rauf, außer Eisen. Eine Fackel. Wenn wir keine mehr haben, brauchen wir in jedem Fall welche. So, das heißt, wir basteln uns nochmal welche mittels Shavup. Das funktioniert so nicht. So, wir brauchen so was und so was. Die kann erstmal an die Seite. Das heißt, die muss da rein, die muss da rein. Machen wir erstmal ein paar Barren. Wie heißen die Dinger denn? Furnaces. Furnatze. Iron-Furnatze. Brauche ich einen Ofen. Und dann Eisenbarren. Aus dem Eisenofen brauchen wir. Also eine logische Weiterentwicklung. Iron-Furnatzes. 5, 3. Also. Von Ofen. Zack. Dann können wir hier den ganzen Kladderadatsch schon rausnehmen. Quasi. Wobei, das lasse ich ihn jetzt brennen hier. Das ist ja nichts mehr. So, den gleich weg, weil wir brauchen diese Öfen nicht in dieser Menge. Zack. Den auch gleich weg. Dann den genommen. Der kann gekillt werden. Der muss dahingestellt werden. So. So sieht das gut aus. Können wir gleich das Holz noch dazu schmeißen. Siehste, geht doch. Ja, also ohne Fackeln ist doof. Ohne Fackeln will ich da jetzt nicht runterlaufen. Da will ich jetzt nicht runterlaufen. So. Weißt du was? Jetzt krabbeln wir erstmal das hier aus den Wänden. Das ist so viel Zeug. Und hier Kohle-Level ist nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Ja, also Gravel auch nie verkehrt. Kann man nutzen.